Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Windows. Ja, ich habe wieder Windows XP, seht ihr? Das ist ein allgemeines Tutorial und heute werde ich euch mal zeigen, wie man quasi den Systemstart ein bisschen entspeckt und ja, wie man Windows sehr stark boostet. Das geht auch mit den anderen Windows-Versionen. Wir klicken auf Ausführen oder einfach Windows R und dann tippen wir msconfig ein. MS-Config. Dann drücken wir OK. Und ja, jetzt sehen wir das Systemkonfigurationsprogramm. Es ist sehr wichtig, dass man hier in System.ini nichts ändert, in Win.ini nichts ändert, in Boot.ini sowieso nicht, weil hier ist nämlich der Bootloader drinnen. Das heißt, wenn ihr hier irgendwas löscht, dann wird euer Windows nicht mehr starten. Dienste. Sehen wir die Dienste. Dann Systemstart und dann Tools. Allgemein, da machen wir nichts. System.ini. Nie was machen, Win.ini nichts machen, Boot.ini Hund sowieso nicht. Ganz wichtig hier, da könnt ihr euren PC echt ziemlich schaden. Aber Dienste können wir machen, zum Beispiel. Ich habe jetzt hier FileZilla FTP Server zum Beispiel drin, das kann ich hier raus machen. Suche ich weiter, was gibt es da noch? Oder Server, was ist ein Server? Microsoft. Also nur die rausmachen, wo ihr euch sicher seid, dass die nur unnötig sind. Secure PSI Agent brauche ich nicht. Service Agent. Okay. So, aber bei Systemstart können wir jetzt echt viel raushauen, zum Beispiel das DivX Update. Ihr seht, hier sind lauter dämliche Dinger drinnen. Brauche ich alles nicht. DivX ab raus. Das ist HP FileZilla Interface Reader SL. Ihr seht ja auch bei Befehl FileZilla Interface HP Wusch, das ist was für mein Drucker, also Kaspersky Lab, das lasse ich drinnen. WLAN Guide, das ist von einem WLAN Stick, brauche ich auch nicht. Brauche ich. Ja, das ist Shed, das ist Schedule. Und U, das ist Update, also das heißt Updater quasi, das hau ich jetzt auch mal raus. Dann Adobe ARM, das brauche ich auch nicht. PSI 3, Tray, das ist mein Systemsicherheitsdingens quasi, ob alles auf dem neuesten Stand ist, die ganzen Programme. Dann den FileZilla Server hau ich auch raus, mein FTP Server auf meinem Rechner. Dienste, was brauche ich da noch? Hotspot Shield. Lasse ich jetzt mal drinnen, weil wahrscheinlich sonst nicht mehr die Treiber geladen werden, die hier wichtig sind. Und okay. Dann drücken wir auf Übernehmen. Okay, gut. Also die Dienste würde ich jetzt auch nicht unbedingt raushauen müssen. FileZilla, die unwichtigen sind auch draußen.
So. Ich starte jetzt mal noch nicht neu und wir sehen. Okay, das ist jetzt von meinem Dings, von meinem Aufnahmeprozess. Wie viel habe ich? Prozesse 48, das ich habe jetzt gerade erst gestartet. So, dann werde ich jetzt nochmal herunterfahren und dann werden wir sehen, wie viele Prozesse ich da noch habe. Okay, bis gleich. Ja, ich habe neu gestartet und jetzt sehen wir hier, Sie sehen Konfigurationsprogramm, Sie haben blablabla, Startoption vorzunehmen, im Modus für den benutzerdefinierten Systemstart. Ja, dann klicken wir jetzt hier auf Meldung nicht mehr anzeigen, um dieses Programm beim Windows-Systemstart nicht mehr starten. So, mal schauen, wie viele Prozesse wir jetzt haben. Und es ging auch wirklich für mich relativ flink. Wir haben 5 Prozesse rausgemacht. Das kann ich jetzt hier nochmal kurz zeigen. MS-Config. Wir haben wirklich 5 Prozesse rausgemacht und diese sind jetzt nicht mehr da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Zensur. Okay, dann müssten jetzt aber eigentlich mehr weg sein. 5 Prozesse sind nur weg. Adobe ARM. Wobei man muss jetzt sagen hier, das sind ja nicht alles Prozesse. Da hätten wir uns eher die Handles anschauen sollen. Die Handles und dann hätten wir einen deutlichen Systemunterschied. Einen Unterschied gesehen, ich schätze mal so hier in 500 ungefähr, aber am aussagekräftigsten, denn wenn zum Beispiel Adobe ARM, das ist nur so ein Mini-Dienst. Und der braucht jetzt vielleicht nur einen Handle, den wir hier gar nicht anschauen. Aber auf jeden Fall, DivX Update haben wir nicht mehr drinnen. Das kann ich nochmal kurz zeigen. Ich versuche mal zu D zu springen. Hier gibt es kein DivX mehr. Das ist schon mal gut, weil solche Update-Programme, die gehen immer wieder so nach 5 bis 10 Minuten ins Internet und schauen einfach nach, ist da was da. Das ist nicht nur aus Datenschutzgründen irgendwie ein bisschen bedenklich, sondern auch eben aus anderen Gründen. FileZilla Server Interface haben wir auch nicht mehr. PSI Pecunia Try haben wir auch nicht. Und Java Update haben wir auch nicht mehr. Und dieser hier zum Beispiel wurde nicht wirklich in einem Prozess gestartet. Genauso wie der hier, das war auch kein wirklicher Prozess. Ja, was kann ich noch großartig sagen? Auf jeden Fall ging der Systemstart wesentlich schneller. Und ja. Insofern hoffe ich, habe ich euch geholfen und ganz wichtig, ändert nichts an diesen Dingern hier. Ich übernehme auch keinerlei Haftung, wenn da irgendwas kaputt geht. Auch bei Systemstart und Dienste. Hier gar nichts machen. Hier könnte man vielleicht noch da was reinschreiben, aber bitte nicht machen, außer wenn ihr euch wirklich auskennt. Da kann man hier noch wirklich ganz schön tunen. Aber okay. Und in dem Boot.ini ganz wichtig, nichts ändern. Dienste hier könnten wir noch theoretisch vielleicht ein bisschen was ändern, aber auch hier sind durchaus Dinge dabei, wo man jetzt sagt, okay, wenn die jetzt weg sind, ist es auch nicht unbedingt das Beste. HP Status Server, HP Port Resolver könnten wir raushauen, ja. Hier können wir sowieso ziemlich
bedenkenlos was raustun, außer vielleicht jetzt wieder ein AVP, Antivirusprozess. Wäre es vielleicht nicht ganz gut, das rauszuhauen. Und so, ja. Okay, und insofern würde ich dann sagen, ich hoffe, es hat euch was gebracht und ciao, euer MyWindow. Abonniert mich.